Servus Leute und willkommen zurück zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und ich muss sagen, das ist meine zweite Gameplay-Session. Allein im Hauptmenü zu sein macht schon Bock, weil das Bild im Hintergrund so geil ist und der Soundtrack, der fetzt richtig. Aber genug vom Soundtrack, wir wollen ja weiter zocken. Und nett, dass mir nochmal die Anleitung gezeigt wird, die brauchen wir ja jetzt nicht mehr zu sehen. Ah, man dürfte jetzt auch einen anderen Fighter nehmen. Ah, aber guck mal, jetzt sehen wir natürlich auch hier, der hat hier quasi zwei Sterne oder so. Ich habe mich also mit dem schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist ganz witzig gemacht und ganz gut gemacht. Das hat damals Streets of Rage so ein bisschen gefehlt, weil das bringt einen dazu oder motiviert einen, bewusst auch irgendwann nochmal dieses Spiel in dem Modus zu spielen mit Raphael oder mit Splinter und so weiter, weil man einfach ja jeden auch irgendwie hochleveln will, ne? Aber ich will dann dementsprechend erstmal bei Leonardo bleiben, weil er halt schon ja ein bisschen Erfahrung hat. So, und jetzt ist die Frage, was wir machen, denn wir haben ja beim letzten Mal, dadurch, dass wir Irma befreit haben, noch als Bonuslevel hier Irmas Wohnung. Aber das gucke ich mir jemand anders an. Ich möchte direkt in das dritte Level. Mutanten auf dem Broadway. Mutants over Broadway. Ah, ich glaube, das wird ein Highspeed-Level. Super cool designt. Geiler Soundtrack. Ey, was ist hier los, ey? Scheiße. Boah, ich bin so schlecht. Oh. Ui. Sieht echt schlecht aus für mich. Boah, noch ein Hit und dann war's das, glaube ich. Jawohl, und da ist es tatsächlich passiert. Ich komme mit dem Level noch gar nicht klar gerade. Im ersten Gameplay, wo ich die ersten zwei Level gespielt habe, könnt ihr sehr gerne auch mal reingucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da habe ich es ja irgendwie geschafft, nicht ein Leben zu verlieren. Aber da habe ich den Dreh noch nicht raus, wie ich hier auch gegen diese fliegenden Viecher da ankommen kann. Geiler Soundtrack auf jeden Fall. Mega cool. Der ist fast schon ein bisschen zu peppig. Aber super geil. Ja.
Ey, den Move habe ich noch gar nicht gemacht. Man kann ja Doppelsprung machen. Boah, ist das schwer. Ich bin gleich schon wieder ein Leben los, ey. Oh, Glück gehabt. Turtle Tenderizer. Uiuiui. Gar nicht einfach, ey. Ja, da sollte man nicht reinrutschen, sondern etwas auf Abstand vielleicht noch. Autsch. Autsch. Also, die ersten zwei Bosse waren auch so easy peasy im Vergleich. Wahnsinn, wie schwer das ist. Also, vielleicht stelle ich mich auch doof an. Also, mit Sicherheit stelle ich mich ein bisschen doof an. Krass, ich habe ein Leben verloren wieder. Boah, das war hart, ey. Das war echt hart. Also, das hat mir auch sehr viel Energie geraubt hier mit diesen komischen fliegenden Roboterviechern. Das lief gar nicht. Also, wow. Das war hart. Okay, Level 3 irgendwie gepackt. Level 4, Schlägerei im Zoo. Das klingt cool, das machen wir jetzt. So, endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Auch wieder ein geiler Soundtrack. Richtig schön 90er Jahre. Aber der klingt fast schon tatsächlich wie Sonic und nicht wie Turtles. Was soll das, ey? Also zumindest für meinen Geschmack klingt das nach Sonic. Also ich könnte mir wirklich dazu ein wunderbares Sonic-Level gerade vorstellen. Aber das ist keine Kritik, also keine negative. Im Gegenteil, es klingt trotzdem super. Das Soundtrack, ja, habe ich von Anfang an gewusst, dass er gut sein wird. Denn verantwortlich zeichnet ja wieder mal T. Lopez. Der eben auch schon für Sonic Mania den Soundtrack gemacht hat. Also der weiß auch, wie ein Sonic-Soundtrack funktionieren muss.
Und der hat ja auch den Soundtrack gemacht für den DLC von Streets of Rage. Guck mal, wie sie Eis schlecken. Er ist auch ganz schön warm, das stimmt schon. So, ein Tagebuch gefunden, sehr gut. Ja, wie gesagt, für den DLC von Streets of Rage. Oh, wie geil, ey. Ah. Das war unnötig. So, ein Stück Pizza wäre geil. Oh, Pizza. Boah, knapper hätte es ja kaum sein können. Oh, eine Stampede. Es macht einfach Laune, ne? Das möchte ich nochmal sagen. Es ist unglaublich unterhaltsam, weil es trotz des Alters quasi immer noch halt so hervorragend funktioniert, ne? Die Beat'em-Ups sind einfach zurück. Tut mir leid für all diejenigen, die, weiß nicht, Jahrgang 2000 sind oder jünger. Die kennen das gar nicht. Ich bin mit sowas aufgewachsen. Das war eins meiner absoluten Lieblingsgenres. Ui. Autsch. Okay, der hat gesessen. Voll süß da oben hier der kleine Affe, der da erstmal schläft, ey. Mega süß und mega gut insgesamt einfach auch das gesamte Design, also für die Verhältnismäßigkeit, dass das eben so ein Oldschool-Look ist, dass wir damals in diesem Ausmaß mit so vielen Farben, mit so vielen kleinen Details, mit so vielen beweglichen Objekten wäre das natürlich nicht möglich gewesen in der 16-Bit-Zeit. Oh, ich habe den Gullideckel zurückgepfeffert, glaube ich. Oh, ich hasse es. Und dann beschmeißt mich so ein Affe auch noch. Zum Glück nur mit einer Banane, oder? Ey! Du blöder Affe. Oh, Endboss. Ui, okay, gleich Doppelpack. Groundshark und Dirtbag.
Oh, ich bin noch gefallen. Upsi. Aber auch hier wieder diese Gegner. Ich habe jetzt zwar ein Leben verloren, weil ich einfach reingehalten habe. Ich glaube, das spielt sich dann nochmal anders außerhalb des Story-Mode. Wenn du weißt, deine Leben, die weg sind, sind dann wirklich erstmal ganz weg. Weil hier... Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich meine, es war so, ne? Wie ich beim ersten Gameplay schon behauptet habe, dass du jedes Level dann erstmal wieder mit 3 Leben startest. Also es ist... Ui. Verhältnismäßig einfach. Und dementsprechend, wenn du jetzt hier deine 3 Leben hast, oder von mir aus auch nur 2, dann sind die beiden hier auch einfach zu bekämpfen gewesen. Du konntest einfach reinschlagen. Aber das Level war schon ein bisschen länger, ne? Die ersten, die haben ja nur 5-6 Minuten gedauert. Das war schon 7,5 Minuten lang. Ja, und meine längste Trefferserie 33. Also da geht noch einiges. Ich kriege noch zu viel selber auf die Mappe. Aber das hat Bock gemacht. Das Level war geil. Das dritte, damit bin ich nicht so klar gekommen, aber das war super. Obwohl, das dritte war auch cool irgendwie. Geil. Hat wieder mal Bock gemacht. Tolle 2 Level. Und das verspricht noch viel Spaß zu machen, denn wir reden hier von einem echt umfangreichen Turtles-Spiel. Das Ding hat ja 16 Level und ich glaube, da fließt eben nicht mit ein, dass man theoretisch hier eben solche Nebenaufgaben hat. Also es sind wirklich 16 echte Level. Also von der Nummerierung her geht es da wohl bis 16. Und wir sind jetzt erst bei 5. Wir haben jetzt erst 4 geschafft, also ein Viertel. Von daher, da erwartet uns noch einiges. Und ich freue mich darauf, auch die nächsten Level zu zocken. Vielleicht auch noch einmal mit euch mal gucken. Vielleicht, wenn wir auch die gesamte Story einmal gemeinsam durchziehen. Mal sehen. Also, das hängt auch ein bisschen von euch ab. Wenn ihr das cool findet und da Bock drauf habt, dann schreibt mir und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, Leute.